So, egal wen du begegnest, wie erzählst du deinem Gegenüber in ein paar Sekunden das Evangelium? Ne? Also ein paar Sekunden, weil wir beide sind so die totalen Labertaschen. Und deswegen, also, oh, sagt er, Gott liebt bedingungslos, ist erstens. Dann sagt er zweitens, war richtig gut drauf, der Knabe, das ist klar. Zweitens, egal was du für einen Scheiß gemacht hast, Jesus, zu dem kannst du immer kommen. Dachte ich, ja, aber jetzt, wo du mich kennst, Naomi, wie immer, weißt du, da bin ich noch nicht mit zufrieden. Aber ist schon nicht schlecht, ne? Dann habe ich gesagt, okay, Punkt 1 plus 2, Strich drunter, was kommt ergo, Summe? Ich sage, da kann ja jeder erzählen, dass Gott bedingungslos liebt. Und dass Jesus dich annimmt, egal welchen Scheiß. Und man kann auch jeder erzählen. Ich sage, da muss noch irgendwie in der Summe was bei rauskommen. Und dann sagte er, so einen total spitzenmäßigen Satz habe ich gedacht, den, okay, den braucht man, darf man, muss man nicht mehr weitergehen. Okay, Gott liebt uns bedingungslos. Zu Jesus kannst du immer kommen, egal was du angestellt hast. Und strich drunter, Jesus hat für alles bezahlt. Hat mir gut gefallen. Jesus hat für alles bezahlt. Das hat mir recht. Ich habe gedacht, boah, den Satz, ne, das ist ein super Mystiker-Satz. So für meine Wesensart. Jesus hat für alles bezahlt. Wenn ich diesen Satz nehme und gerade das Wort bezahlt, Mann, wenn alles bezahlt ist, überleg dir das mal für dich, egal in welchem Lebensbereich. Also, lass uns, worüber denken wir nach, wenn wir an christliche Botschaften denken, an unsere Gemeinde, an unser Glaubensleben. Egal, worüber du nachdenkst, Jesus hat für alles bezahlt. Ich finde das so genial. Endlich habe ich meine Botschaft, die kurz ist, weil ich laber die hier immer schon seit 13 Jahren voll wie bekloppt. Ne? Und tick, tick, drei. Ne? Das ist doch der Hammer, oder? Endlich funktioniert es mal mit kurz. Gott liebt dich bedingungslos. Zu Jesus kannst du immer kommen, egal was du angerichtet hast. Denn Jesus hat für alles bezahlt. Hey, sind wir früher nicht vielleicht nach Hause gelaufen? Also wenn ich eine Scheibe kaputt gemacht habe und wir haben uns eben darüber unterhalten, als ich klein war, gab es noch wenig auch für uns zu essen, obwohl das schon die 70er waren und nicht die Kriegsjahre oder Osten. Und wenn wir dann eine Scheibe kaputt gemacht hatten, wir hatten keine Versicherung. Heutzutage ist es vielleicht Pflicht, vielleicht war es damals auch Pflicht, aber die Pflicht konntest du damals auch nicht bezahlen, dass man eine Hausratversicherung braucht oder so. Die Pflicht konnten wir uns nicht leisten. Da kann der Staat uns so viel verpflichten, wie wir wollen. Und wenn ich dann eine Scheibe kaputt, oder ich habe eine Brille von einem Mädchen kaputt gemacht, wird bei uns mit auf dem Hof wohnte. Und ich wusste, es ist der Weltuntergang. Und keiner kann das bezahlen. Wir hätten es nicht bezahlen können. Ja? Wir hatten 187 Mark im Monat. Das hätte keiner bezahlen können. Aber ist natürlich ein schlechter Vergleich, weil ich liebe eigentlich noch viel mehr den Vergleich, mein Menschsein mit all meinen Verseuchungen. Also ich gehe nicht mal von der Geschichte Adam und Eva und Erbsünde aus, mir reicht ja schon, was ich in mir vorfinde. Das bestätigt ja diese Geschichte nur letztendlich. Ne? Die verstehe ich zwar nicht, aber ich merke einfach, was ich bei mir vorfinde. Und dann finde ich vor, dass ich einfach kein sehr netter Mensch bin. Jesus hat für alles bezahlt. Gott liebt mich bedingungslos. Die Erschaffung des Menschen. Gott liebt mich bedingungslos. Ich kann zu Jesus kommen, egal was ich angerichtet habe. Jesus hat für alles bezahlt. Bin wirklich das erste Mal happy über eine Botschaft, weil die ist so übersichtlich. Aber trotzdem gleichzeitig viel tiefer vielleicht
als so manche andere lange Erzählung. Das ist natürlich eine Herausforderung, habe ich bei mir persönlich gedacht. Wenn ich wirklich, Jesus hat für alles bezahlt, anwende, also jetzt mal gedanklich anwende, auf alle Dinge in meinem Glaubensleben, auf alles und gleichzeitig generell auf mein Glaubensleben. Dann hat Jesus alle Vorkehrungen getroffen, dass ich immer genug Glauben habe, denn er hat völlig dafür bezahlt. Er hat das Werk vollbracht. Er hat immer genug Glauben für mich. Das ist schon ein herausfordernder Gedanke, ne? Weil wir oft das Gefühl haben, hätte ich doch nur wenigstens so viel Glauben wie ein Senfkorn. Aber bei mir hat sich noch kein Berg bewegt. Aber vielleicht ist es einfach so, dass der Zugangscode nicht von mir ausgeht. Das heißt, auch nicht mal den Wunsch, Glauben haben zu wollen, um einen Berg zu versetzen, der so groß ist wie ein Senfkorn, ist gar nicht der Ausgangspunkt, sondern der Ausgangspunkt ist, Jesus hat für alles bezahlt. Für genug Glaubensleben. Für dich. Ja, alles bezahlt. Ich komme nicht von, weiß ich was, von los. Von alten Bildern meiner Vergangenheit, die man so schön sagt, nicht im Kopf haben sollte. Und ich gebe mir Mühe, indem ich etwas mehr Bibel lese und mir andere Bilder versuche, aus der Schrift, aus den Gleichnissen von Jesus zu bekommen. Aber ich kriege meine alten Bilder gar nicht los. Und Jesus hat für alles bezahlt. Ich brauche sie nicht loswerden. Vielleicht reicht diese Bezahlung, dieses Werk Christi. Wenn ich den Zugang nicht von mir aus mache, mit der Unmöglichkeit, mich irgendwie zu erlösen, zu erretten, und anständiger Christ zu werden, gibt es sowieso nicht in der Bibel anständige Christen. Kannst du sowieso vergessen. Es gibt Christen oder nicht Christen, als andere ist und so. Aber wenn ich den Zugang irgendwo anders suche, nämlich bei diesem, Jesus hat für alles bezahlt. Das regelt sehr viel. Ich bin ja tätig hier in unserer Gemeinde hier. Ich komme aus dem Nachbardorf. Und da geht es sehr intensiv natürlich zu, auch wenn es sich um Gespräche dreht, um das Gemeindeleben in den Gremien etc. Und dann gehst du manchmal vielleicht auch etwas müde zu Bett oder belastet über manche Situationen, über vielleicht Querulanten, die die Arbeit ein Stück weit anders betrachten, mehr wirtschaftlich betrachten, anstatt... Naja, und weniger aus der Freude heraus, sondern aus dem guten Verständnis irgendwo, dass Dinge ja geregelt werden müssen. Aber komischerweise vertragen die zwei sich nicht. Von der Freude getrieben und ein gutes Verständnis, dass Dinge geregelt werden. Ich weiß nicht, warum die sich nicht vertragen. Muss man mal irgendwie dahinter kommen. Auf jeden Fall gehst du nach Hause und du trägst deine Gemeinde, die Geschwister. Ich gehe gerne durch die Reihen, habt ihr vielleicht heute Morgen gemerkt. Ich begrüße gerne ein paar Leute. Weil, ja, also sagen wir mal so, zwischendurch gehe ich nach Hause, aber eigentlich lebe ich die ganze Zeit in meiner Gemeinde hier. Weil ich sie einfach liebe. Es ist einfach wunderbar, eine Gemeinde zu haben. Aber diese Last, von der ich eben gesprochen habe, vielleicht überlege ich mir dann irgendwas. Oder die Last mit meinen Nachbarn. Oder dieses Gespräch, was noch auf mich wartet. Oder die eine Person, die ich hassliebe. Und ich nicht weiß, wie kann ich das ändern. Ich kann es irgendwie nicht ändern. Ich erkenne nur, dass sie nicht richtig ist. Jesus hat für alles bezahlt. Jetzt als letztes kommt die Frage nach der Wirksamkeit. Dieses Werk Christi am Kreuz, die Wirksamkeit dieses Werkes reicht für alles aus. Gut zu wissen. Stellt sich nur noch die Frage, welchen Zugang ich nehme. Nehme ich meinen Zugang zu Jesus oder erlaube ich Gott den Zugang zu Jesus?
durch Jesus zu mir. Es ist ein feiner Unterschied. Und so viele sind schon zerbrochen im Glauben, weil sie alles das in Anführungsstriche geglaubt haben, aber sich nicht beschenken ließen, sondern versucht haben, das zu verwirklichen, was längst alles schon bezahlt ist. Könnte sein, vielleicht ist das ein Grund. Amen. 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 Jesus kam uns zu erlösen. 10 Minuten. Kannst du mir mal sagen, habe ich ihn gefragt. Kannst du mir mal sagen, so, egal wen du begegnest, wie erzählst du deinem Gegenüber in ein paar Sekunden das Evangelium? Ne? Also ein paar Sekunden, weil wir beide sind so die totalen Labertaschen. Und deswegen, also...